Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von mir und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Unboxing von der lieben Heidi aus ihrem Shop. Ich habe nicht viel bestellt, also es wird jetzt sehr schnell gehen, aber ich dachte ich trotzdem, dass ich euch das einfach zeige und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nur das kleine Paket schon mal aufgemacht und werde es jetzt einmal öffnen. Und weghalten, ne, wegen der Adresse. Mir ist schon das hier entgegengesprungen. Oh, es riecht richtig gut. Ja, hier ist einmal das süße Papier von Craft & Willing. Ich werde natürlich den Shop verlinken, ist ja ganz klar. Aber ich denke mal, ihr kennt alle die liebe Heidi und ihren Shop. Genau, und oh, was ist denn das Süßes? Oh mein Gott. Tic Tacs, guck mal. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Richtig cool. Die sind voll cool fürs Auto. Und sie sehen auch noch gut aus. Der ist ja richtig süß. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, cool. Dankeschön, Heidi. Und, oh, guck mal, ist die nicht schön, die Box. Nicht die Box, die Dose. Genau, ich habe mir frische Bettwäsche ausgesucht. Stimmt, da fällt mir gerade ein, ich muss noch Betten beziehen. Oder nicht Betten beziehen, sondern mein Bett beziehen. Wir werden jetzt erstmal dran riechen. Schade, dass es noch kein Internet gibt, wo man Düfte riechen kann. Oh ja, das riecht gut. Das riecht echt frisch, Bettwäsche. Ja, richtig angenehm. Genau, das ist Bienchenwachs. Und noch ein Geschenk ist mit bei. Und zwar Zitrus und Berry. Das ist ja auch eine coole Kombi. Mal gespannt, wie das riecht. Oh, das riecht voll intensiv. Das erinnert mich an irgendwas. Habe ich schon öfter mal gerochen. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber es riecht auf jeden Fall sehr schön. Aber Bettwäsche riecht richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Ja. Echt nach frischer Bettwäsche. Ich weiß auch gar nicht, wie Heidi immer die ganzen Düfte so hinkriegt. Und ja, Leute, hier kommt sie. Das ist der große Coverminder, eine Biene. Aber ich gucke noch einmal rein, weil hier ist noch eine Information zum Bienchenwachs. Und zwar kleine Tipps. Liere die Spitze von deinem Stift oder verwende einen neuen Aufsatz. Kratze mit der Spitze an der Wasseroberfläche, wollte ich gerade sagen, an der Wachsoberfläche und schiebe das Wachs in den Stift. Drücke das Wachs mit einem Finger fest und streiche den Überstand ab. Ich glaube, Heidi hat auch mal ein Video gezeigt, wie das geht. Verwendest du mit viel Druck, empfiehlt es sich, den Stift auf einem Steinchen in deinem Schiff abzudrücken und den Überschuss abzunehmen. Das Steinchen zwischen zwei Fingern sauber reiben. Für die Sparfüchse unter uns, sobald das Wachs nicht mehr klebt, entnehme mit einer Pinzette das Wachs, roll es zwischen deinen Fingern und stecke es zurück in den Stift. So kannst du ganz lange mit einer Ladung auskommen. Okay. Ja, da bin ich so ein bisschen... Ich weiß nicht, wenn das so einmal angefangen ist, dann werde ich das wahrscheinlich auch wechseln. Lege das Bienchenwachs ab einer Raumtemperatur von über 25 Grad in den Kühlschrank. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie warm es bei mir ist. Ist nicht zum Verzehr geeignet. Okay. Lege das Wachs außer Reichweite von kleinen Kindern, da es durch seinen tollen Geruch schnell mit Süßigkeiten verwechselt werden kann. Eure Heidi. Und ein Anleitungsvideo. Das ist bestimmt das, was ich meine, was sie mal hochgeladen hat. Also... Falls ihr euch das angucken wollt, scannt einfach den QR-Code. Voll cool. Oh, es riecht durch die Dose durch.
Ja, und wir schauen uns jetzt den Coverminder an. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Coverminder bei ihr genannt wird. Hat irgendwie noch so eine andere Rubrik. Es gibt also normale Coverminder und ja, ich weiß nicht, ob das Premium-Coverminder sind. Ich schau mal ganz schnell. Warte, Folienmagnete Deluxe. Folienmagnet Deluxe ist das. Hier ist noch einmal ein Sticker von ihr, auch cool. Oh, der ist ja richtig süß. Guck mal. Wow, also der ist echt Deluxe. Guck mal, wie riesig der ist. Boah, der wird richtig schön auf meinen Bildern dann sitzen. Ich habe ja schon einen, der so in der Art ist. Das ist eine Spinne. Aber der hier ist ja wohl mal mega süß. Guck mal. Also kann ich nur empfehlen, so ein Deluxe-Coverminder. Und die sind auch richtig große Magneten dran. Richtig stark. Guck mal. Wenn ich weiß, was ein Coverminder ist, ich zeige euch das mal kurz an dem Bild, was hier gerade liegt. Und zwar, habe ich hier ein Bild gerade liegen und ja, auf jedem Diamond Painting ist ja eine Folie drauf, eine Schutzfolie, weil das Bild ja klebt. Und genau, man kann jetzt, wenn man jetzt paintet, entweder einfach so als Deko daneben legen oder da drauf legen, oder man legt, macht eine Scheibe hier unter das Bild, zieht dann die Folie hoch und macht dann den Coverminder von oben drauf und dann hält der Coverminder hier dran, seht ihr? Und die Folie ist zurückgehalten. Dann kann man jetzt einfach lospainten. Ja, richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall benutzen, auch einfach so als Deko auf dem Bild. Voll cool. Danke, Heidi, dass du diese süßen Sachen in deinem Shop hast. Also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Man wird immer fündig. Also ich habe auch richtig viel von ihr. Ich habe auch dieses Diamond Painting Logbuch. Ist auch richtig toll. Kann ich euch einmal zeigen. Und zwar das hier, das kennt ihr bestimmt. Ich zeige es euch trotzdem. Und zwar kann man hier der ist gerade ein bisschen festgeklebt. Kann man hier alles notieren, also Name, Künstler, wann gekauft, ob es eckig ist, rund ist, Acrylsteine, Harzsteine, dann hier mit so einem Sternesystem, wie die Pixelung war, die Steine waren, die Leinwand, die Klebekraft und so. Also richtig cool und man kann hier noch seine Zeit tracken. Ganze zwei Seiten voll. Und vorne ist nochmal Platz für die Legende. Ja, die habe ich jetzt hier geklebt, fällt mir gerade auf. Stimmt. Und ja, ich mache immer noch hier die Steinchen von jeder Farbe eins hier rein. Dann kann man so die Farbpalette quasi nochmal sehen. Finde ich ganz cool. Ja. Genau. Das ist das Logbuch. Das wollte ich euch einmal schnell zeigen.
Genau. Also, wie gesagt, ich werde den Shop natürlich verlinken. Und ja. Ihr kennt Heidi aber bestimmt. Und den Shop kennt ihr bestimmt auch. Also, auf jeden Fall richtig tolle Sachen. Vielen Dank, Heidi. Und ja. Ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Lasst gerne Liebe in den Kommentaren da oder auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und auch gerne ein Abo. Genau, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund, bleibt stark, hab euch lieb und sage damit Bye-Bye.